Bist du am Gewinnen, Sohn? Ja. Na, alles ja gut. Und immer schön positiv denken, ja? Ja, servus Leute, ich konnte mich endlich mal wieder von meinem PC lösen und mich dazu motivieren, ein Video zu machen. Schön, dass ihr dabei seid. Tja, ich hoffe, ihr seid auch alle am Gewinnen. Jetzt sind ja bei mir erstmal Sommerferien, ja, in Baden-Württemberg, da ist es ja so. Da fangen die Sommerferien dann an, wenn bei den anderen die Schule wieder anfängt. Das ist sehr schön. Und ich kann jetzt auch endlich mal verkünden, dass endlich nach auch nur gefühlt 3 Monaten eines meiner ersten Videos bezüglich Trip-Berichte daherkommt, und zwar eigentlich zeitgleich, wenn dieses Video hier veröffentlicht wird, wird das andere Video auf nicht gelistet gestellt, ja, in meiner Playlist Trip-Berichte und so. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Interesse habt. Ich verlinke es auch noch mal am Ende des Videos. Gut, aber heute soll es hauptsächlich darum gehen, über das Schuljahr, wie es verlaufen ist, wie ich es fand und was ich daraus mitgenommen habe, und ein bisschen über, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Positive Engineering der Gedanken oder so ähnlich. Weil ich die letzten paar Monate eben eine recht turbulente Zeit hatte und auch viel arbeiten musste irgendwo, dass ich zu manchen Dingen einfach wieder so einen positiveren Bezug habe. Gut, aber reden wir erstmal über die Schule. Jetzt ist ja das erste Schuljahr vorüber und ich muss sagen, es ist recht schnell vorbeigegangen tatsächlich. Es ist ja auch sehr viel in der Zeit passiert und außerdem waren ja auch noch Corona-Ferien dazwischen und die haben eben auch dafür gesorgt, dass die Zeit recht schnell vorbeigeht, weil ich zwischendrin wieder in Fast-Travel-Mode gegangen bin. Was auch erklärt, warum jetzt nicht so viele Videos kamen, weil, ja, keine Ahnung, es gab einfach Dinge, die haben mich sowas von festgehalten, wie zum Beispiel Tarkov oder andere Spiele und Dinge, die passiert sind. Ich habe so ganz zwischendrin während dieser ganzen Corona-Sache, obwohl man eigentlich ja den Kontakt zu anderen vermeiden sollte, ein Sozialleben aufgebaut, so aus gefühlt dem Nichts, was ich auch sehr lustig fand. Das Schuljahr hat eigentlich recht entspannt angefangen, neue Leute und so weiter, man hat sich erstmal an die ganze Umgebung gewohnt, an die ganzen Fächer, die dran waren. Hat sich da erstmal so ein bisschen zurechtgefunden und ich muss sagen, ja, ich bin mit der Leistung, die ich gebracht habe, relativ zufrieden. Ich habe für meinen Geschmack ganz gute Noten, außer in 2 Fächern, wo ich jetzt eine 4 habe, und das regt mich richtig auf. Die Sache ist die, die schlechten Noten habe ich da im Grunde nur, weil ich 2 Tests nicht nachschreiben konnte. Obwohl ich einen Attest hatte, aber dann hatte ich halt zu diesen Nachschreibeterminen dann halt keine Zeit. So. Das hatte verschiedene Gründe, entweder weil halt irgendwas dazwischen gekommen ist oder aus anderen privaten Gründen, weshalb ich diese Tests nicht wirklich nachschreiben konnte. Und das war halt stellenweise so doof, weil ich hätte die auch einfach während dem Unterricht nachschreiben können. So, ich habe ja den Lehrern den Vorschlag gegeben, ja, ich kann es ja irgendwann mal nachschreiben, so, keine Ahnung, in der Mittagspause oder mal irgendwann während dem Unterricht oder, ne, geht ja alles. Das ist auch so eine Sache, die mich so ein bisschen genervt hat, denn bei den einen Lehrern kann man es tun und die anderen Lehrer stellen sich da so ein bisschen quer und sagen, nein, nur Freitag beim Nachschreibetermin. Und ich denke mir so, Alter, ist doch scheißegal, wann ich es nachschreibe. Hauptsache, ich habe es scheiße nochmal nachgeschrieben und kassiere keine 6, wie es jetzt 2-mal passiert ist, dummerweise. Ja, deshalb habe ich in 2 Fächern eine 4 und aufgrund der Corona-Ferien, weil ich da nicht sehr viel gemacht habe, unter anderem auch wegen technischen Schwierigkeiten, bin ich da in 1-2 Fächern nochmal um so eine Note abgerutscht, was mich auch ein bisschen stört, aber ja, keine Ahnung, hinterher kann man es jetzt halt nicht ändern, da muss ich jetzt halt im 2. Jahr durchstarten. Ja, tatsächlicherweise hat das Ganze, hat die Schule mich gar nicht so sehr einvernommen, wie ich dachte. Naja, gut, ich bin halt aber auch eine Person, sobald sie zu Hause ankommt, juckt die Schule nicht mehr so, deswegen versuche ich in der Schule so viel und so gut wie möglich alles hinzubekommen, weil sobald ich zu Hause bin, denke ich mir so, ah, ja, jetzt mal ein bisschen zocken so, Hausaufgaben, was das denn so? Also ich war immer, ich war schon immer so die Art von Typ, der so gesagt hat, Hausaufgaben,
schon seit der Grundschule irgendwie. Hausaufgaben mochte ich noch nie. Hausaufgaben sind für mich einfach nervig. So, ich verstehe, warum man manche Themen wiederholen sollte. Das ist in manchen Fächern ganz sinnvoll, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Geschichte und Englisch. Halt die Fächer, wo so ein bisschen Übung drin sein sollte. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel da Richtung Mathe gucke, was sowieso mein absolutes Hassfach ist, weil, fuck, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe es schon mal gesagt, aber Mathe ist für mich einfach so, meine Mathe-Logik überschneidet sich nicht mit der Mathe-Logik, die existiert so. Ich rechne irgendwas aus nach meiner Logik und denke mir so, das ist für mich jetzt so richtig, für mich passt es so. Und dann heißt es, nein, das ist falsch, weil du holst dir noch da eine Zahl rüber und dann machst du da irgendwie was und dann würfelst du mit einem D24 und das, was rauskommt, ist dann richtig. Und ich denke mir dann immer so, Ja, Mathe ist ein echt schwieriges Thema bei mir, schon damals irgendwie Bruchrechnen. In der 5., 6. Klasse, da war ich schon stellenweise raus und dann als die ganze Algebra-Kacke kam. Es ist halt auch einfach ein Thema, das mich null interessiert, das ich für mein ganzes Leben nicht brauche. Und trotzdem wird so sehr auf scheiß Mathe geachtet. Es ist auf jeden Fall interessant, wie das nächste Jahr dann wird, weil wir bekommen, glaube ich, nochmal ein Fach dazu. Unsere Lehrer ändern sich ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, gerade die Lehrer, die ich jetzt im ersten Jahr ziemlich cool fand, die haben wir im zweiten Jahr jetzt nicht mehr. Und da bin ich sehr gespannt, was wir dann da für Lehrer bekommen und ob man sich auch mit denen so gut versteht wie mit denen aus dem ersten Jahr. Das sind so ein bisschen meine Sorgen, weil für mich machen Lehrer schon ziemlich viel aus. Und gerade die Fächer, wo ich eher schlechtere Noten habe, das sind dann auch meistens die Fächer, wo ich auch mit den Lehrern nicht so klarkomme. So zum Beispiel BWL. Wir hatten so einen coolen BWL-Lehrer eigentlich, der auch immer Beispiele genannt hat. Wirklich, der hat nur mit Beispielen gearbeitet. Und aufgrund dieser Unterrichtsmethode, dass er wirklich nur mit Beispielen arbeitet und nicht einfach trocken dieses BWL-Thema abhakt, was ja halt, ich meine, das ist fucking BWL. So, du blätterst in einem fucking Gesetzebuch nach und muss dann irgendwie dieses Bürokratiedeutsch deuten, ja? Das ist, Aber dank den Beispielen, die er so gebracht hat, hat man das ziemlich gut verstanden. Und der Typ war cool, ohne Witz. Das war einfach nice. Und deswegen habe ich in BWL auch eine recht gute Note geschrieben. In manchen anderen Fächern, wo ich eigentlich auch das Thema eigentlich verstehe, aber wiederum schlechter, weil ich mit den Lehrern irgendwie nicht so klarkomme. Und das ist halt schwierig. Aber gut, eine andere Sache, die auch sehr viel Zeit eingenommen hat neben der Schule, war dann letztendlich meine letzte Ex-Freundin. Ich habe nicht sonderlich viel über diese Beziehung erzählt, weil es relativ schwierig ist, darüber zu erzählen. Ich kann aber so viel sagen, für mich war es eine ziemlich anstrengende Zeit stellenweise. Sie hatte auch gute Seiten, ohne Zweifel. So. Wir hatten auch viel Spaß, wir haben auch viel gemacht, wir waren viel unterwegs. Dank ihr habe ich jetzt auch eigentlich dieses Sozialleben, das ich jetzt habe. Sie hat so diesen Stein ins Rollen gebracht und dafür bin ich ihr auch soweit dankbar. Aber was da nebenbei noch alles so passiert ist, ist halt, ja, es war ein bisschen schwierig so. Im März hat man sich dann offiziell getrennt, es hat sich dann aber irgendwie noch bis April rausgezogen, bis es dann so, ja, nochmal einen großen Krach gab, so gesehen, und dann ist man endgültig getrennte Wege gegangen. Dann war ich erstmal in einer ziemlichen Tiefphase und jetzt kommt die Überleitung zum Positive Reworking. Denn das ist unter anderem auch der Grund, weshalb in letzter Zeit nicht so viele Videos kamen, weshalb ich aber hin und wieder auch mal irgendwie mal was gemacht habe zwischendrin. Ich habe echt ein paar Videos gemacht, die ich bis heute nicht veröffentlicht habe. So eines der wenigen Videos, die ich veröffentlicht habe, ist zum Beispiel mein Trip Simulation Video, was ich unter anderem wirklich dafür verwendet habe, um eben meine Gefühle und meine Gedanken irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Warum ich das mit einem Trip-Simulationsvideo gemacht habe, lässt sich ziemlich leicht erklären, weil seit Anfang des Schulbeginns auch so das Thema Drogen und so weiter irgendwie sich in meinem Leben eingependelt haben. Was ich jetzt damit aufarbeite, indem ich diese Trip-Videos mache oder halt diese Trip-Berichte, wo ich einfach so über diese Zeit spreche und auch über meine Erfahrungen damit und wie sich das für mich so angefühlt hat. Warum ich das auf nicht gelistet stelle, ist einfach so, ich finde es so ein bisschen komisch auf einem Channel, der eigentlich eher mehr so mit Weeaboo-Zeug und Gaming und hier diesen Vlogs zu tun hat, dann auf einmal noch dieses Thema Drogen mit reinzubringen.
Zumal ich jetzt schon bei manchen Kanälen und auch bei mir selber mitbekommen habe, dass da manche Kanäle echt weggestrikt werden, die eigentlich nur Trip-Berichte veröffentlichen und auch irgendwie gar nicht diese Drogen großartig gutreden wollen, sondern einfach nur, das sind einfach nur Leute, die halt darüber erzählen, was sie so erlebt haben auf ihren Trips. Ich meine, wenn irgendjemand seine Sauf-Story erzählt, dann wird das ja auch nicht gestrikt, weil es ist Alkohol oder so. Wenn jetzt aber jemand erzählt, was für tolle Momente und was für interessante Erfahrungen er zum Beispiel auf LSD hatte, das ist wiederum kritisch. Und ich hatte das ja auch bei meinem Trip-Simulationsvideo bei Rejection. Da hatte ich auch diesen Fall, dass das Video einfach gestrikt wurde. Ich meine, gut, man sieht in diesem Video so pseudomäßig, wie man da irgendwas durch die Nase zieht. Aber das war weder echtes Zeug, noch habe ich es wirklich gezogen. So. Wobei ich tatsächlich, als dieses Video gestrikt wurde, eine alternative Version gemacht habe, wo dieser Konsum weniger gezeigt wird und das ganze Thema so ein bisschen subtiler angegangen wird und ich noch eine extra Szene hinzugefügt habe. Ich habe mir überlegt, ob ich das jetzige Video runternehme und das neue hochlade, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich finde es komisch, das nochmal zu veröffentlichen. Na ja gut, Positive Reworking. Was habe ich genau gemacht in der Zeit? Also ich wollte mich erstmal wirklich so auf mich fokussieren, auf mein soziales Umfeld und das erstmal weiter aufbauen und auch einfach all diese negativen Gedanken und diese negativen Sachen, die ich aus dieser Beziehung rausgenommen habe, einfach verarbeite. Es gibt diverse Dinge, die einfach so heftig auf mich wirken, die einfach so krass irgendwie Gedanken oder Gefühle hervorrufen. Manchmal sind es positive, manchmal sind es negative und ich musste das einfach irgendwie neutralisieren oder zumindest mal wieder mehr in die positive Richtung bringen. Zum Beispiel war es so, dass Goa, Psytrance, nachdem das alles passiert ist und ich das erste Mal wieder Goa angemacht habe, hatte ich ein sehr, sehr unwohles Gefühl. Also es war, also mir ging es dabei echt nicht sonderlich gut. Es war jetzt keine wirkliche Panik, aber es war so eine gewisse Unruhe. Und das fand ich ziemlich scheiße, denn eigentlich mag ich Psytrance tatsächlich. So New Retrowave, Cyberpunk und Psytrance, das sind so meine elektronischen Musikrichtungen, die ich ziemlich feiere. Und deshalb fand ich jetzt recht schade, dass ich mich da so kacke fühle, wenn ich Psytrance höre. Weshalb ich dann halt auch erstmal so ein bisschen gesucht habe und geschaut habe, okay, ich gehe mal von diesen Tracks weg, die sie eher gehört hat und suche eher mal so meine eigenen Tracks raus, die ich eher hören will. Und das habe ich dann gemacht und das war gut. Und jetzt habe ich so ein paar neue Künstler entdeckt, die mir sehr gefallen. Hin und wieder höre ich auch noch die alten an, die sie auch so mal gehört hat. Aber ich merkte immer noch, okay, das ruft immer noch so ein paar Gedanken und Emotionen hervor. Das ist unter anderem ein Thema, welches ich bei meinem MDMA-Trip-Video behandeln werde. Ja, auf jeden Fall gab es sehr viel Musik, die ich ins Positive wieder umschwingen musste. Zum Beispiel auch Blinding Lights von The Weeknd. Ein ziemlich cooler Track, der mir sehr gefällt, auch mega nice, auch so in diesem 80er-Flair. Was ich übelst cool finde, das Musikvideo dazu ist sehr trippy an manchen Stellen und ich finde, ich könnte es vielleicht falsch interpretieren, aber für mich stellt dieses Musikvideo, schaut es euch mal an, einen MDMA-Trip dar, weil einfach so, wie das alles abläuft, wie das alles passiert und auch an einer Szene, wo er Auto fährt und dann, wo es sich so die Farben verziehen und alles, das ist sehr MDMA-like. Also wie gesagt, Musik war ein großes Thema. Aber halt auch so ein paar andere Dinge. Und wenn es auch nur irgendwie in meiner eigenen Wohnung hier irgendwelche Dinge waren. So, sie hat relativ viel an meiner Wohnung geändert, ein bisschen umgeräumt und ich habe das dann so ein bisschen wieder reverted, wieder mehr zu meinem Style gemacht. Und mein Style ist ja mehr so dieses geordnete Chaos. Hier hinten ist am Anfang unserer Beziehung, so im November oder Dezember oder was ist war da? Ja, November, Dezember, Januar. Da hatten wir so Dufterfrischer, ne? Das sind diese Dinge, wo man diese Holzstäbchen reinsteckt und dann duftet das die Bude voll. Und dieser Geruch hier, wenn ich den jetzt rieche, ich habe direkt einen Flashback, Alter. Ja. Es ist so heftig! So. Gerüche, Alter. So, wenn ich an diesem Ding rieche...
dann haut es mich direkt zurück Richtung Dezember, Januar, zu dieser Zeit, weil das wusste ich selber nicht so. Ich dachte mir irgendwann mal, keine Ahnung, es war glaube ich im April oder, nee, Juni oder so, April, Juni, so um den Dreh, da habe ich diese Fläschchen wiederentdeckt auf dem Schrank und dachte mir so, mal gucken, wer hat das überhaupt gerochen, hab daran gerochen und dachte mir so, Alter, damn. So, ich verbinde diverse Emotionen und Situationen mit diesem Geruch. Das ist übelst heftig. Was ich halt getan habe, ist, wie gesagt, zu versuchen, diese ganzen Dinge zu neutralisieren, indem ich sie anhöre, indem ich sie in gewissen Situationen anhöre oder mich in gewissen Situationen damit konfrontiere. Wenn es mir gut ging zum Beispiel, wenn es mir wirklich gut ging und mich gerade nichts irgendwie runterziehen konnte, habe ich dann diese Musik angemacht oder über gewisse Dinge nachgedacht und habe dann einfach diese positiven Emotionen, die ich in dem Moment hatte, einfach da reinfließen lassen. So. Ich kann es nicht genau beschreiben, wie ich es gemacht habe, aber es war halt ein gewisser Prozess. So, ich habe all diese Dinge so weit in meinem Kopf ummanipuliert, damit es was Positives ist. Das ist eigentlich schon voll krass, wenn man so darüber nachdenkt. Und ich denke, früher hätte ich sowas nicht wirklich gekonnt. So früher, als ich noch so in der Pubertät war, so von 16 bis 20, würde ich mal sagen, da hatte ich dieses Phänomen, was manche haben, und zwar, man denkt zu viel nach und diese Gedanken wandeln sich dann irgendwann ins Negative um. Das ist im Grunde genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt gemacht habe. So, im Gegensatz zu früher denke ich auch nicht mehr so viel über Dinge nach, weil wenn man einfach so viel über Dinge nachdenkt, dann überdenkt man das alles so und keine Ahnung warum, aber dann verwandeln sich einfach diese Gedanken ins Negative, weil man zu viel denkt. Man interpretiert vielleicht zu viel in Dinge rein. Und das kann einem viele Dinge versauen. Weshalb ich das nicht mehr so mache. Und wenn ich merke, dass ich das mache, dann versuche ich es wieder in eine andere Richtung zu lenken. Und auch wenn diese Beziehung, die ich hatte, hier und da so ein paar Schäden vielleicht verursacht haben, die ich größtenteils meiner Empfindung nach wieder ausgebügelt habe, hat mich diese Beziehung aber auch charakterlich, finde ich, durchaus weitergebracht. Also ich denke über viele Dinge tatsächlich anders nach. So, ich habe eine andere Meinung gegenüber Dingen. Über manche Themen kann ich besser meine Meinung ausdrücken. Das ist schon sehr komisch. Also, als das Schuljahr anfing, würde ich jetzt mal so behaupten, lagen meine Gedanken oder meine Meinung zu gewissen Themen noch komplett anders. Und das hat sich dann einfach über das Schuljahr einfach geändert. Also ich kann durchaus sagen, dass ich offener geworden bin und wahrscheinlich auch toleranter gegenüber gewissen Themen. Ich meine, ich habe in manchen Punkten immer noch denselben schwarzen Humor, bin immer noch ziemlich makaber in manchen Punkten und bin auch immer noch fleißig am Shitposten manchmal im Internet. So, aber so generell wurde ich an manchen Punkten auch mit so ein paar, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, mit ein paar Fehlern konfrontiert, die ich gemacht habe, wo ich dann auch gesagt habe, okay, das muss ich halt schon irgendwie ändern. Und naja, letztendlich hat es dazu geführt, dass ich mich und meinen Charakter so ein bisschen geändert habe. So, es gibt durchaus gerade so ein paar Dinge, die ich wünschte, dass sie gerade so ein bisschen anders wären. Zum Beispiel diese komische Stagnierung, die ich gerade durchmache. So. Ich will ja was machen. Ich habe ja eigentlich schon irgendwie Bock, Videos zu machen, aber dann verfange ich mich wieder so am Computer, ne? Und keine Ahnung, fress mich wieder so an irgendeinem Spielfest oder an irgendeiner anderen Sache. So, ich schaue aktuell nicht mal wirklich Anime und das nervt mich irgendwie, weil ich möchte schon mal wieder Anime schauen, aber ich habe gleichzeitig Bock, was zu machen. Auf der anderen Seite ist das aber wieder so, ja, irgendwie doch nicht, aber irgendwie doch schon und keine Ahnung, es ist gerade so ein bisschen komisches Hin und Her. Ich sitze so zwischen den Stühlen manchmal. So, man will was machen, aber man muss sich auch irgendwie dazu zwingen, aber so, keine Ahnung, mir fehlt aktuell so in manchen Dingen so ein bisschen die Routine. So, früher war es zum Beispiel für mich ganz normal so, da war Dienstag und Donnerstag so meistens der Tag, an dem ich Anime geschaut habe. Und dann hat die Schule angefangen und dann ist diese Struktur durcheinander gekommen. Und dann hatte man eine Freundin, die relativ viel Zeit beansprucht hat und dann hat man da auch irgendwie gar keine wirkliche Struktur mehr reinbekommen, weil jeder Tag war irgendwie anders, jeder Tag hat neue Dinge hervorgebracht und da gab es dann irgendwie gar keine Struktur mehr. Und ja, dieses strukturlose, sich an Spielen festfressen, das muss ich mal wieder irgendwie so ein bisschen umwandeln. So, ich habe mir eigentlich auch voll den Plan gemacht, ja, hey, hier, Girls Frontline plus Tarkov, da mache ich jetzt eine krasse Videoserie raus. Hat mal wieder nur für ein Video gereicht. Die anderen sind schon geplant auf jeden Fall, ich weiß, wie ich die mache.
die kommen dann halt irgendwann. Ja, das war's auf jeden Fall so ein bisschen von mir. Bin gespannt jetzt mal, was noch so in den Ferien alles passiert. Aktuell geht es einfach nur noch weiter aufwärts für mich. So, ich hatte jetzt gerade so ein bisschen eine Durchhängephase, aber aktuell geht es so ein bisschen wieder bergauf. Ich bin gespannt, was das nächste Schuljahr bringt. Ich hoffe, es wird nicht zu stressig. Wir schreiben wahrscheinlich relativ viele Tests und dann kommen auch schon die Prüfungen im Frühjahr. Und dann habe ich noch TÜV im Frühjahr. Das wird auch nochmal interessant, ob es sich nochmal lohnt, TÜV zu zahlen oder TÜV zu machen für das Auto, für meinen Lupo. Worüber ich auch noch ein Video machen will, ja, über mein Auto. Denn das habe ich noch gar nicht so vorgestellt, habe ich festgestellt. So, ich habe das Auto jetzt 5 Jahre und habe es bisher noch kein einziges Mal wirklich in einem Video behandelt. Obwohl es eigentlich ein ziemlich cooles und einzigartiges Auto ist. Und ja, da bin ich auch mal gespannt und muss mal gucken, vielleicht hole ich dann sogar ein neues Auto nächstes Jahr. Wer weiß, mal gucken. Eigentlich möchte ich meinen Lupo behalten, aber ich meine, wenn da vielleicht eventuell TÜV-Kosten von 1500 Euro auf mich zukommen, dann steckt man diese 1500 Euro eher in ein gebrauchtes Auto, das dann nochmal so 4 Jahre hält. Wie immer, danke fürs Dabeisein und macht's gut. Danke, dass ihr dabei seid und trotz meiner aktuell etwas Inaktivität dabei seid und egal. So. Bis dann.